So, Freunde, zu der Geschichte in Sültern haben sich ja ein paar neue Fakten, so wie es aussieht, ergeben oder ein paar neue News. Und zwar direkt mal als erstes der Clubbetreiber. Name von diesem Club ist ja Pony. Hat Security-Aufnahmen sozusagen veröffentlicht, wo man sieht, dass die meisten, die dort sind, wohl nicht diese ausländerfeindlichen Parolen singen. Zumindest das, was man zu sehen bekommen hat beim Anwalt Solmecke. Ich habe mir sein Video jetzt gerade angeguckt. Das mal dazu, weil ich hatte die Befürchtung, dass der ganze Club irgendwie wohl mitgemacht hat oder beziehungsweise sehr viele Leute. So, anscheinend waren das wirklich ein paar Leute. Ich habe auch mitbekommen, dass er um sein Leben fürchtet, dass er irgendwelche Drohungen bekommt. Das geht natürlich auf jeden Fall zu weit. Ne, so beruhigt euch da mal ein bisschen. Wie gesagt, auch jetzt nach den Security-Videoaufnahmen, dass man sieht, die meisten feiern ganz normal und halt ein paar Leute, vielleicht ein Dutzend oder 10 Leute oder 8 Leute oder whatever, haben sich daneben benommen. Jetzt ist aber das Problem, die Dame, die ganz vorne zu sehen ist in diesem Video, diesem Sylt-Video, die hat ein Posting gemacht, so nach dem Motto, ey, Entschuldigung, ich war besoffen, bla bla bla, hat aber leider in dieser Entschuldigung so eine, ja, sehr schlechte Ausrede benutzt. Ich habe mir auch ein Video von Sufjan, diesem Reaction-YouTuber, reingezogen. Da hat die wohl ein Posting gemacht und dann hat sie reingeschrieben, ja, ich habe irgendwie so ein Meme nachgesungen oder ein Meme nachgemacht. Ein Meme soll ja allgemein lustig, als lustig gelten. So, genau so hat Sufjan gesagt, habe ich mir auch gedacht. So, also, wann und wo wurden diese Videos, die ausländerfeindliche Parolen beinhalten, mit diesem Gigi D'Agostino Sound, wann ist das jetzt allgemeingültig als lustig empfunden worden? Also, wer uns was Neues? Das heißt, sie hat versucht, sich zu entschuldigen, aber mit noch so was einbauen, so nach Motto, ja, ich kann ja nichts dafür, das war ja so ein lustiger Meme. Nee, war es halt nicht. Man hätte sich ganz normal entschuldigen müssen, zu der Sache stehen müssen, dann wäre das erledigt. Aber auch da habe ich gehört, auch zu diesem Typen, der seinen rechten Arm gehoben hat, dass die wohl komplett so Klarnamen, Adressen und so veröffentlicht wurden. Jetzt ist das Problem, die werden jetzt irgendwann vielleicht vor Gericht eine gewisse Strafe bekommen. Dieser Anwalt Solmecke meinte wohl irgendwas mit, könnte sein um die 2.000, 3.000 Euro, 4.000 Euro oder 6.000 Euro, je nachdem, die kriegen irgendwie wohl irgendwas mit 60, 70 Tagessätzen zu A, je nachdem, was die am Tag verdienen. Wenn diese Strafe bezahlt ist und ja, viele sagen auch, der Papa wird es aus der Portotasche zahlen. Ja, ist jetzt so ein Ding, ne? Bei so einem Rich Kid, wo der Papa Multimillionär ist, eventuell so, das juckt die überhaupt nicht, ob da zwei. Also, ich finde, Strafen sollten bei solchen Leuten vor allen Dingen nicht als Geldstrafe, weil, ey, am Ende des Tages, das juckt den doch dann wahrscheinlich. Die haben ja 150 Euro Eintritt bezahlt ohne Getränke. Ja, wenn man Getränke, Essen und so vielleicht mit dazu rechnet, gehen die da pro Abend vielleicht mit 1000, 1200, 1500 oder 2000 Euro. Also für die ist das Peanuts. Also ich finde, eine Strafe müsste ja so sein, ne, dass derjenige auch das als Strafe empfindet und nicht sich denkt, ey Papa, ihr überweist mal kurz 2, 3, 4, 5000 Euro oder 10.000 Euro. Juckt die doch am Ende dann nicht, weißt du? Vielleicht, ne, dass die irgendeine Putzarbeit machen müssen über mehrere Wochen oder was, ne? Dass man dann sich die ganze Zeit dran erinnert, was man für eine dumme Aktion gebracht hat. Aber abgesehen davon, Adressen veröffentlichen ist halt so eine schwierige Geschichte. Klar, einige wollten, dass die dann ihren Job verlieren, ne? So einerseits wollten die so Gerechtigkeit herstellen irgendwie, so, aber andererseits, guck mal, wenn diese Strafe, sage ich mal, bezahlt ist, muss ja auch eine Person, und das habe ich bei vielen anderen auch schon gesagt, muss diese Person, solange es jetzt nicht irgendwie so eine massive Straftat im Sinne von, weiß ich nicht, jemandem das Leben genommen oder so, ja, aber muss diese Person doch, aber selbst die kriegen ja die Chance, sich zu rehabilitieren, ne, so wenn die ihre Strafe 15 Jahre oder 20 Jahre abgesessen haben. Aber am Ende des Tages muss doch diese Person dann und seine Familie, die werden ja auch, die Familienmitglieder, Freunde werden ja wohl auch jetzt massiv angegangen und so weiter und so fort. Das führt dann schon ein Stück zu weit, finde ich, wenn die auf halb besoffen dumme Aktion gebracht haben. Also jeder Mensch muss ja, wenn er eine Straftat oder was Schlimmes gemacht hat, die Chance haben zu überdenken, zu bereuen und sich zu entschuldigen, eine Strafe zu bezahlen und dann die Möglichkeit bekommen, wieder sein normales Leben weiterzuführen. So bin ich der Meinung, weil jeder Mensch macht Fehler. Wer von uns ist denn fehlerfrei? Ne, das mal zu der Thematik.
Aber was ich jetzt nochmal ansprechen möchte, was mir sehr wichtig ist, ist die Geschichte mit Tim Kellner zum Beispiel. Zum Beispiel, ich geb euch mal ein Beispiel. Ich habe vor 2, 3 Jahren hier auf meinem Kanal ein Video gemacht, wo hier in der Düsseldorfer Altstadt wohl ein Hinzugezogener mit Migrationshintergrund wohl, so wie es aussieht, einen Max, der hieß, glaube ich, Max. Gott möge seine Seele bei sich haben und ihn schützen. Und ihn bei sich im Paradies aufgenommen haben. Der arme Max, und ich habe darüber ein Video gemacht, also ich bin jetzt nicht so einer, der Straftaten von da Migranten irgendwie versteckt und darüber nicht redet. Oh, ich habe selber auch zugegeben, dass ich in meiner Jugend vor 15, 20, 25 Jahren auch Straftaten begangen habe, die ich zutiefst bereue und die auch wirklich bereue. Und jetzt nicht hier einfach so davon erzähle, sondern ich bereue die wirklich. Ob ich seelisch jemanden wehgetan habe oder körperlich oder wie auch immer, dass ich das wirklich zutiefst bereue, weil jetzt als Erwachsener mit mehr Wissen und Bildung im Kopf und ne, weil sich meine eigene Lebenssituation, ich war in schlimmen Lebenssituationen, wo ich diese Straftaten begangen habe, was natürlich keine Entschuldigung in dem Sinne ist, sondern ne, das führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall, ich bereue, ja, okay? Der Max, der ist ja in der Düsseldorfer Altstadt abgestochen worden. Das war da, wo Lockdown und sowas war, ne? 2021 oder 22 war das. Und der ist, als er von uns gegangen ist, ist er ein paar Monate später wohl Vater geworden. Das heißt, seine Freundin oder Frau war schwanger. Darüber habe ich ein Video gemacht, wird hier oben rechts, links irgendwo verlinkt sein. Ansonsten könnt ihr das auf meinem Kanal finden. Und natürlich müssen auch Hinzugezogene, so wie ich, auch sich eingestehen, dass in bestimmten Großstädten und bestimmten Bereichen sehr viele Straftaten auch von uns begangen werden. Natürlich ist das Problem, wenn zum Beispiel so ein Tim Kellner, ne, der ist ja auf YouTube schon seit Jahren solche Videos am Machen, sozusagen gegen Hinzugezogene, und er pauschalisiert ja auch sehr gerne. Also meiner persönlichen Meinung nach, er sucht sich Straftaten von dazugezogene sozusagen und dann verallgemeinert er entweder auf die Nation, wo der Typ herkommt, als Beispiel Iran, Afghaner oder Syrer oder was weiß ich, Afrikaner oder whatever. Also er sucht sich einzelne Leute raus und sagt, ja, so nach dem Motto, das kommt so rüber, ja, die ganze Nation ist so, die sind so aufgewachsen, das ist deren Kultur. Oder der bezieht das auf die Religion und seiner Motto, ja, das ist ja so bei denen so. Also es ist meine persönliche Meinung, ne, so über Tim Kellner und seine Videos. Ne, so, es ist so, wie ich das fühle, wie er das rüberbringt, so ist meine persönliche Meinung, er verallgemeinert. Wohingegen zum Beispiel ich zeige auch die Straftaten von Ausländern, aber auch zum Beispiel jetzt die Geschichte, wo die Deutschen da, also ein paar Deutsche, nicht die Deutschen, sondern ein paar Deutsche sich daneben benommen haben, mit dem rechten Arm heben und Ausländer raus und so, ne, so moralisch gesehen falsch. Anscheinend sehen das Gerichte so, dass Ausländer raus an sich keine Straftat darstellt, wenn man das irgendwie nur in das einige Gerichte haben entschieden, ja, das wäre wohl irgendwie meine freie Meinungsäußerung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will nur eine Sache sagen. In Deutschland gibt es nun mal sehr viele Ausländer und das nicht seit gestern, sondern seit Jahrzehnten. Und Deutschland wird aufrechterhalten von Deutschen und Ausländern. Bedenkt auch, Deutschland war die letzten Jahre auf Platz 4 der reichsten Länder der Welt und hat sich jetzt auf Platz 3 der reichsten Länder der Welt hochgearbeitet. Jetzt ist das Problem, wir sind zwar sogar von Platz 4 auf Platz 3 hochgeklettert, drittreichste Land der Welt. Das Problem ist, dass das Reichtum da oben versammelt ist. Bei zum Beispiel den Eltern und diesen Rich Kids selber, ne, so von diesen Leuten. Jetzt kann man sich drüber streiten. Wieso muss da unten auch natürlich Deutsche, ne, ganz klare Sache, Deutsche müssen dafür Mindestlohn vielleicht in der Firma von diesem Vater oder von der Mutter von diesem Rich Kids arbeiten. Wie gesagt, sowohl Deutsche als auch Ausländer arbeiten dort für ein Minimum an Lohn, Stundenlohn, ne, so unten wie möglich, dass der Typ, dem die Firma gehört oder die Frau oder wie auch immer oder diesem Rich Kid oder whatever, dass er maximal verdienen kann. Und dann sich,
ne, so für 150 Euro ohne Getränke da den Eintritt holt, dann in den Club geht und dann über die da unten herzieht. Es geht ja nicht nur um Ausländer, ihr müsst auch eine Sache verstehen. Also ich sehe das so zumindest, ist meine Meinung. Sagen wir mal, in einer theoretischen Welt wären die Ausländer von heute auf morgen weg. Und es wären nur noch wirklich Deutsche in Deutschland. Was denkst du denn? Hier, so ein Rich Kid, der sich erhaben fühlt, so nach Motto, ich bin was Besseres, dann sucht er sich die Nächsten. Dann sind es auf einmal Geringverdiener, ne, die dann durch den Kakao gezogen werden oder irgendwie herabwürdigend beleidigt werden oder von mir aus, ja, so als Menschen mit weniger Wert dargestellt werden. Ja, sagen wir mal, Ausländer werden alle raus. Ja, dann suchen die sich die Nächsten. Ja, du bist Geringverdiener oder du bist asozial, weil du hast zu viele Kinder oder. Die suchen sich doch, solche Leute suchen sich dann den Nächsten. Weißt du, ich meine, ist ja nicht so, dass wenn Ausländer raus sind, die Deutschen dann hier Friede, Freude, Eierkuchen haben. Und bedenkt auch eine Sache. Selbst wenn alle Ausländer raus sind, ihr kriegt ja nicht einen Cent mehr von diesen Firmen. Ja, die sind doch, ne, da kommen die Nächsten. Du, Hauptsache, du bist Fußvolk, ne, und arbeitest für einen Mindestlohn, ja, 12 Euro, 13 Euro die Stunde und zahlst maximale Miete. Wer kassiert die Miete? Auch wiederum die Rich, also unter anderem jetzt nicht nur. Es gibt auch Leute, die sich von unten nach oben gearbeitet haben, vielleicht mal ein, zwei Wohnungen zu vermieten haben. Von denen ist nicht die Rede. Aber ne, so Leute, die wirklich Multimillionär sind oder sogar Milliardär, die kaufen dann die ganzen Häuser und Wohnungen und vermieten die dann. Und eventuell auch zu überteuerten Mietpreisen. Ja, und du gehst dann für einen Mindestlohn arbeiten, musst dann irgendwie überteuerte Mieten zahlen, überteuerten Strom und so weiter und so fort. Und solche Leute machen sich dann drüber lustig. So, es geht ja jetzt nicht nur um diesen Spruch Ausländer raus, sondern um dieses, ja, wir sind die Reichen, Schönen und wir lachen uns einfach kaputt über entweder Minderheiten oder Ausländer oder Leute, die zu wenig verdienen. Es gibt ja auch genügend Reportagen oder Videos, wo Leute, die auf Sylt rumspazieren oder sich in Sylt sehr oft aufhalten, nichts gegen Sylt oder die Leute aus Sylt, aber ne, wir haben ja die letzten Monate auch solche Skandale gehabt. Ne? Gab es ja wohl auch so eine Reportage, wo der Typ mit Privatjet irgendwie da landet und auf Reich und Schön und ich kaufe mir die teuersten Sachen und fliege da mit einem Flugzeug, obwohl ich nur mit ein, zwei, drei Personen unterwegs bin. Stichwort Umweltverschmutzung und. Aber das würde jetzt zu weit führen, ne? So, wir gehen da jetzt in eine ganz andere Richtung. Es geht einfach nur darum, dieses Ich bin was Besseres als du. Ob du jetzt Ausländer bist oder Geringverdiener oder aus dem Osten kommst oder aus dem Westen kommst oder ne, wie auch immer. So, es geht um dieses Ich bin was Besseres als du. Ich glaube, das ist eher das, was die meisten Leute aufregt. Aber am Ende des Tages würde ich mir wünschen, dass man da jetzt ein bisschen die Flammen runterschraubt, weil, ja, weiß ich nicht, so wie es Herr Solmecke gesagt hat, eine Politikerin meinte auch Höchststrafe. Ich glaube, Höchststrafe bei Volksverhetzung sind 5 Jahre. Ja, weiß ich nicht. Das fände, so wie Herr Solmecke das in seinem Video gesagt hat, fände ich auch ein bisschen ein Ticken zu viel. Ja, 5 Jahre für so eine Aktion. Ist beschämend, war moralisch nicht okay und im Sofort da haben die da so Dings, sollen die ihre Strafe von den Gerichten und wir sind ja keine Richter oder Staatsanwälte, sollen die ihre Strafe kriegen und dann muss aber auch erstmal gut sein. Zu guter Letzt, es gibt Schlimmeres auf dieser Welt, ja, auch wenn das schlimm genug ist, aber es gibt Schlimmeres, was im Nahen Osten abgeht oder hier bei uns in Europa ist ja auch ne, Action, also nicht Action, das ist der falsche Ausdruck, aber ihr wisst schon. Kriegische Auseinandersetzungen. Es gibt viel Schlimmeres und ich finde, über die Sachen sollten wir jetzt ein bisschen mehr reden und gucken, dass diese Kriege beendet werden. Und ja, zum Abschluss ja, ein bisschen runterfahren und ne, so ein einfach sich Gedanken machen. Ja, und guckt euch das Video, was ich zu Max gemacht habe, was eine richtig brutale Geschichte ist, hier vor 2, 3 Jahren. Wie gesagt, seine Frau war schwanger, seine Freundin war schwanger und dann ist er von uns gegangen. Wahrscheinlich haben die sich irgendwie blöd angeguckt, hat der eine dem anderen was gesagt und dann hat der eine dann gemeint, der muss mit einem scharfen Gegenstand diese Aktion bringen. Hat sein eigenes Leben ruiniert, weil der wird jetzt auf jeden Fall eine sehr lange Zeit sitzen. Den haben sie auch, glaube ich, gekriegt. Und vor allen Dingen, der arme Max ist von uns gegangen und sein Kind wird seinen Vater nicht sehen und lebenlang sich fragen, warum. Also. Wichtig wäre, nicht wie Tim Kellner immer einseitig berichten und einseitig. Ah ja, zu guter Letzt, das wollte ich noch mal dazu sagen. Jetzt stellt euch mal vor, ne,
In Amerika zum Beispiel, ne, so ist eines der größten, oder wenn nicht die größte Volksgruppe oder eines der größten Volksgruppen in Amerika sind Deutsche. Das wissen viele Deutsche vielleicht gar nicht. Ja, das heißt, die sind ja vor paar 100 oder 200, 300 Jahren irgendwie rüber, ne, von Deutschland nach Amerika, haben sich dort angesiedelt. Ja, was meinst du denn von der deutschen Community, die da hingezogen sind nach Amerika? Wie viele Tausende und Zehntausende dort straffällig geworden sind, unter anderem schwerste Straftaten, zum Beispiel jemanden beseitigen oder ums Leben bringen. Soll man jetzt verallgemeinern und sagen, Deutsche dürfen nicht mehr nach Amerika oder dürfen auch nicht mehr auswandern nach Amerika, weil deutsche Aussiedler von Deutschland nach Amerika straffällig geworden sind? Also wenn man sich das mal ein bisschen so vorstellt oder... Es gibt ja auch Deutsche, die nach Thailand fliegen und da, was weiß ich, für schlimme Dinge mit nicht volljährigen Mädels anstellen. Ihr versteht schon. Ja, soll man jetzt allen Deutschen verbieten, nach Thailand zu fliegen oder dort irgendwie auszuwandern? Das ist, also diese Verallgemeinerung ist auch einfach, ne, weil viele dann immer in den Kommentaren schreiben, ja, guck doch mal, was die Ausländer machen. Ja, die Ausländer. Es gibt auch genug Ausländer, die haben einen Gemüseladen, einen Dönerladen oder sind Taxifahrer oder Ärzte, Professoren. Ne, so, ne, ihr braucht nur in Düsseldorf die Königsallee hoch und runter gehen oder überhaupt in Düsseldorf oder in Großstädten. Ihr werdet sehr viele ausländische Namen sehen, die Rechtsanwälte oder Chirurgen oder Zahnärzte sind. Bei Iranern ist das auf jeden Fall so. Ja, wundert euch nicht, wenn euer Zahnarzt oder euer plastischer Chirurg sich auf einmal als Iraner zum Beispiel herausstellt. Ne? Weil man die Iraner oder allgemein Leute aus dem Nahen Osten immer mit nur Kriminalität irgendwie verbindet. Also das ist diese Verallgemeinerung, wogegen ich jetzt zum Beispiel Videos mache. Ne? Ne, was, wie gesagt, ich gucke mir schon seit 2 Jahren an, was Tim Kellner da veranstaltet. Das sind ja einfach Verallgemeinerungen. Ne? Irgend so ein Afrikaner oder von mir aus lass es Dutzende sein. Verglichen mit den Millionen, die zugezogen sind, jetzt stell dir vor, die werden alle kriminell. Oder ne, so, was wäre denn hier los? Natürlich sind das irgendwo am Ende des Tages, auch wenn es schlimme Taten sind am Ende des Tages, das will ja keiner leugnen. Ich verurteile das ja auch, aber trotzdem sind das nicht alle und trotzdem sind das nicht die meisten. Und nochmal, das fällt mir jetzt alles ein. Tim Kellner stellt das ja auch immer so dar, ne? So alle hinzugezogenen kassieren ja ihr Leben lang Bürgergeld. Ja, Brudi, das Bürgergeld, was viele Ausländer kassieren, erwirtschaften auch viele Ausländer. Ja, Millionen Ausländer sind in Lohn und Brot. Ne? So darüber könnte man ein spezielles Video nochmal machen. Ich glaube kaum, dass Deutschland eines der reichsten Länder der Welt wäre, wenn jeder dahingezogene irgendwie nur Bürgergeld kassieren würde und sich die Taschen voll machen würde und nichts zum Staat beitragen würde. Das ist ja absoluter Unsinn. Wir sind nicht umsonst Platz 3 auf der Welt. Ja, das Reichtum ist einfach nur falsch verteilt. Es gibt zu viele Milliardäre und zu viele Multimillionäre. Also ich meine jetzt nicht jemand, der ein, 2 Millionen auf dem Konto hat, vielleicht ein Häuschen oder so. Ich rede von den Leuten, die viel zu viel Geld haben und die mal ein bisschen mehr abdrücken müssten. Ne? Es gibt ja viele große Firmen, die überhaupt keine Steuern bezahlen oder sehr wenig Steuern bezahlen. Da ist das große Geld versteckt. Ja, und wie gesagt, ne, von diesen Rich Kids, die Eltern, die irgendwelche Firmen besitzen, Multimillionäre sind, vielleicht sogar Milliardäre sind. Die zahlen ihren Mitarbeitern eventuell zu wenig Geld. Ja, die arbeiten da unten zu Hunderten oder zu Tausenden für Mindestlohn, damit der da oben, der Chef, von dem der Sohn eventuell da auf Sylt diese Geschichte gemacht hat oder diese Tochter oder wie auch immer, ja, kassieren vielleicht zu viel Geld, weil die da unten alle so für zu wenig Geld arbeiten. Da ist das Geld versteckt. Ne, so. Es wird einfach verallgemeinert, die kriminellen Ausländer, die nur Bürgergeld kassieren und so weiter und so fort. Also das ist, was soll ich euch sagen? Am Ende des Tages, wir wissen doch, wir sehen doch jeden Tag die türkischen, arabischen, iranischen Taxifahrer. Wir sehen doch jeden Tag Gemüse, Dönerläden und ne, so Metzgereien, die irgendwelchen Ausländern gehören, als Beispiel. Aber auch in gehobeneren Berufen. Ne, so Zahnärzte, wie gesagt, Chirurgen und Rechtsanwälte und so. Guck doch mal auf die Nachnamen, ne? Und dann werdet ihr sehen, ne, dass der eine oder andere so aus dem Nahen Osten kommt oder aus Afrika oder sonst irgendwo. Ne, also nicht immer verallgemeinern. Und die zahlen ja auch Steuern.
Verstehst du, was ich meine? Und ja, wie gesagt, das Video würde jetzt Stunden werden, wenn wir jetzt da alles im Detail irgendwie auseinanderpflücken würden. So viel mal zu dem Thema Sylt. Also fahren wir mal alle ein bisschen runter. Die kriegen ihre gerechte Strafe und da muss auch gut sein. Und ja, der Clubbesitzer kann anscheinend auch nichts dafür. Wir haben ja Videos gesehen, dass die meisten da friedlich gefeiert haben. Und naja, vielleicht sehen wir uns ja auf Sylt. Ey, ich überlege mir echt so, nach Sylt, kann man eigentlich mit Auto nach Sylt? Müsste ich mal googeln, ey. Wenn ja, dann. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Bahnfahrer, so feiere ich nicht so. Ich würde dann mit Auto da hochfahren, mal so 2, 3 Tage übers Wochenende oder irgendwie so, oder 4, 5 Tage, mal so eine Woche auf Sylt, gucken mal, was da abgeht. Vielleicht sehen wir uns auf Sylt. Bis dann.